Wir haben Krieg in Europa. Ängstigt Sie das genauso wie mich? Sorgt Sie das auch? Wie Sie mit Ihren Ängsten, Sorgen, Ihren Gedanken aufgrund dieser schockierenden Tatsache jetzt umgehen können, um Ihre mentale Gesundheit zu bewahren, darüber möchte ich mit Ihnen in diesem Video sprechen. Und einige Strategien beleuchten, die Sie jetzt anwenden können. Ich muss zugeben, ich war am Donnerstagmorgen ob der Nachricht, dass wir wieder in unserem friedlichen Europa einen großen Krieg haben. Ich war entsetzt, ich war schockiert. Ich selber hatte das Vergnügen, in Kiew direkt einige Vorlesungen geben zu dürfen. Ich habe Land und Leute kennengelernt und ja, kennen und auch lieben kennengelernt. Es hat mich in den Grundfesten erschüttert. Es war zwar absehbar, dass Wladimir Putin tatsächlich vorgeht und auch den Einmarsch machen wird. Hier haben wir ein deutliches Zeichen oder eine deutliche Aktion, was Machtmissbrauch angeht. Ohne Rücksicht, ohne Anstand, ohne Denken an die Resultate seiner Handlung in menschlicher und humanitärer Hinsicht hat er nun die Ukraine überfallen und angegriffen. Und dieser Machtmissbrauch ist etwas, was uns als Menschen fassungslos macht und was uns auch ein Stück weit hilflos werden lässt. Denn wir selber, jeder Einzelne von uns, wir haben jetzt keine Möglichkeit, dem zu begegnen oder zu sagen, Mensch, die Stimme der Vernunft. Jeder halbwegs Vernunftbegabte weiß doch, was für schreckliche Konsequenzen so etwas hat. Und wenn Sie sich jetzt Sorgen machen, wenn Sie das genauso erschüttert hat, wenn Sie Ängste haben, dann will ich Ihnen sagen, das ist normal. Es ist nicht gut, dass Sie diese Ängste haben müssen. Es ist aber normal und es ist angebracht. Und das Schlimmste, was Sie jetzt machen können, ist, nicht darüber zu sprechen. Sehen Sie, wenn wir Sorgen, Probleme, Nöte in unserem Leben haben, wenn wir durch etwas erschüttert werden, das kann auch der Tod eines lieben Menschen sein aus unserem Umfeld. Das kann auch eine Trennung von einem Partner sein oder Partnerin. Dann sind das erschütternde ja, Momente im Leben. Und wir wissen, dass Sprechen hilft. Deshalb suchen Sie die Nähe Ihres Umfelds, sprechen Sie darüber, sprechen Sie offen darüber, welche Sorgen Sie jetzt haben, welche Ängste Sie haben. Behalten Sie es nicht für sich, schließen Sie es nicht ein, denn sonst fängt es an, in Ihnen zu gären und es verschlimmert sich dann meistens, sondern sprechen Sie es offen aus und sprechen Sie es offen an. Eine weitere Möglichkeit, damit umzugehen, ist, was wir in der Psychologie nennen, die Kraft des Erzählens. Nicht nur des verbalen Erzählens, sondern auch des schriftlichen Erzählens. Sie können genauso gut, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben oder wenn Sie jetzt zum Beispiel von der Wesensart etwas introvertierter sind, können Sie genauso gut Ihre Gedanken, Ihre Sorgen, Ihre Ängste verschriftlichen und sich damit von der Seele schreiben. Auch das funktioniert ganz exzellent. Wir sind jetzt in einem Europa, in dem sich vieles zurückgedreht hat. Ich selber entstamme ja noch einer Kindergeneration, die im Kalten Krieg aufgewachsen ist, die sich darüber eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Warum nicht? Es war ein gewohnter Zustand.
Dieser gewohnte Zustand wird sich auch irgendwann wieder einstellen. Wir Menschen stumpfen ab mit der Zeit. Wir Menschen gewöhnen uns an alles Mögliche an den Umständen, so dass wir unser Leben gar nicht dadurch mehr beeinträchtigt sehen. Ob wir jetzt einen neuen eisernen Vorhang haben, ob es eine deutsch-deutsche Grenze gab. Das war einfach normal, das ist halt so, hat keinen Effekt. Außer vielleicht für diejenigen, die auf der falschen Seite sind. Aber bis dahin ist es ein Weg. Und im Moment wissen wir überhaupt gar nicht, wie sich alles und die neue Weltordnung und die Putinschen Wahnsinnsideen irgendwie zu einer halbwegs geordneten Lebensweise finden kann. Deshalb ist es im Moment aus meiner Sicht sehr wichtig, dass sie gezielt mit ihrem Informationsbedürfnis umgehen. Das heißt, in der positiven Psychologie sagen wir immer, wenn wir die positiven Seiten des Lebens wahrnehmen wollen, müssen wir uns auch auf die positiven Seiten des Lebens konzentrieren. Schon ohne diesen unsäglichen, verdammungswürdigen Krieg haben wir ja und unser mentales Bewusstsein, unsere mentale Stärke, unsere mentale Gesundheit sehr stark unter der Corona-Situation gelitten. Und wenn ich einen Teilnehmer habe, den ich zum positiven Denken bringen will, dann ist einer meiner Hauptargumente und mein Ratschlag, nicht auf Negatives konzentrieren. Das heißt, wenn ich morgens das Radio anmache, werde ich ja zugeballert mit Negativinformationen. Hier ist was Schlimmes passiert, da ist was Schlimmes in der Welt passiert. Natürlich sollen Sie sich informiert halten, aber bitte gezielt verfallen Sie nicht dem Zwang, jetzt permanent die Nachrichten verfolgen zu müssen, sondern machen Sie es ganz gezielt. Und auch dafür gibt es wesentliche, wichtige Hinweise, nämlich die übliche Tagesschauzeit sei Ihnen noch gegönnt, aber spätestens 2 Stunden, bevor Sie zu Bett gehen, müssen Sie eine Gedankenhygiene beginnen. Das heißt, da gibt es keine Nachrichten mehr. Denn das, was Sie in der Zeit aufnehmen an Nachrichten, was Sie auffühlt, was in Ihnen Gedankengänge weckt, das nehmen Sie mit in Ihren Schlaf. Dann werden Sie Albträume haben, ungute Schlafsituation, Ihr Schlaf wird gestört sein, unruhiger Schlaf, Schlafunterbrechungen, Ihre Schlafqualität wird leiden und damit werden Sie sich am nächsten Morgen umso schlechter fortfühlen. Und auch das ist eine Spirale, eine Negativspirale, in die Sie sich bitte nicht hineinbegeben dürfen. Das heißt, bitte keine Nachrichten mehr direkt oder unmittelbar, bevor es dran geht, an die Schlafenszeit zu denken. Und tun Sie mir bitte auch einen Gefallen. Nicht sofort nach dem Aufwachen morgens sofort zum Handy greifen, zu irgendeinem Medium greifen und sich angucken, was ist denn in der Nacht passiert. Denn das nehmen Sie erstmal mit in Ihre Morgensstimmung, in Ihre Bereitschaft für den Tag. Warten Sie erstmal ein bisschen. Fangen Sie doch erstmal den Tag damit an, sich positiv auf den Tag einzustellen, sich zu vergegenwärtigen, was Sie Positives heute erledigen dürfen, was Sie erwartet, was Sie selber vom Tag erwarten, bevor Sie dann ganz bewusst aus einer Position der Stärke heraus Nachrichten konsumieren, um sich informiert zu halten. Ein weiterer wichtiger Punkt, und damit möchte ich nochmal zurückkommen zu dem, was ich gesagt habe, wenn wir einen Menschen erleben wie Putin jetzt, einen mächtigen Menschen,
der seine Macht missbraucht. Wir kennen das ansonsten auch nur aus Erzählungen über Drittweltstaaten, über Diktatoren, manchmal auch über cholerische oder narzisstische Chefs, die einfach denken, sie können machen und tun, was sie wollen. Dann fühlen wir uns hilflos, weil wir können ja gar nichts dagegen tun. Und diese Hilflosigkeit tut uns nicht gut. Kontrolle über sein Leben zu haben, ist für uns Menschen immens wichtig. Für jeden Einzelnen von uns. Und das, was ich Ihnen raten will, ist, werden Sie aktiv. Es steht Ihnen frei. Und ich meine jetzt nicht damit, dass Sie Herrn Zelenskys Aufruf folgen, an alle Europäer mit Kampferfahrung in die Ukraine zu kommen. Erinnert mich übrigens ein wenig an die internationale Brigade im Spanischen Bürgerkrieg, gegen das faschistische Franco-Regime angetreten ist. Nein, darum geht es nicht. Aber Sie können zum Beispiel sich karitativ betätigen. Sie können direkt für die Situation, für ukrainische Flüchtlinge, für Kinder in Not, für Ärzte ohne Grenzen, können Sie zum Beispiel spenden. Sie können auch selber aktiv werden. Sie müssen, und das muss noch nicht mal in einem Kontext stehen mit dem Ukraine-Krieg oder dem Krieg gegen die Ukraine, sondern es kann auch sein, dass Sie einfach so anderen Menschen aus karitativen Gründen helfen. Und auch das wird einen Effekt haben und Sie